Jo Leute, willkommen zurück zu Tales of Berseria. Machen weiter, was wir getan. Letztes Mal waren wir in Hellawes und haben herausgefunden, dass Dylan irgendwie schuld ist, dass die ganzen Schiffe nicht fahren. Wer näheres dazu wissen will, soll ich letztes Mal nochmal anschauen. Aber ich suche jetzt den Dyle, der dafür verantwortlich ist. Er musste jetzt ein Dämon sein. Also er ist ein Dämon geworden. Und ja. やれやれ。どこまでも氷と雪ばかりだな。寒いの?いいよ。お前はへそでも冷えるのか?別に。っていうか、どこ見てるわけ?おっと、すまん。そういうつもりはなかった。そうか。お前はまだ恥じらいとかそういう感情が残ってるんだな。お前はって。じゃあ、あんたは? ああ。 人間らしい感覚がだいぶなくなってる。ゴーマってのはそういうもんだと思ってたよ。人間の感覚が消える。それでも俺が俺である根っこは変わらないかな。相変わらず浸水もうまいのもありがたい。そう。Also wie es scheint ist der gute Rocky. Ja, Rocky nennen sie jetzt. Ich denke jetzt mal so, schon viel länger ein Dämon als Velvet es war. Interessant. Da hoch muss ich. Dann heißt einen Umweg machen. Da könnte ich ja auch hoch, aber da. Wow. Aber da muss ich erstmal den Stein darunter schmeißen. Komm, kämpfen wir erstmal eine Runde. Aber man hört es, die Musik ändert sich jetzt mal. Ist das jetzt die Gewinnmusik von Berseria? Oder von dem Vermächtnis, was ich anhab? Ah ja, den Charakter dann auswechseln kann man ja auch machen. Ach ja, wenn wir schon Rokura haben, kann man bei ihm mal gucken, was wir so bekommen haben. Dann haben wir einmal das ganz normale, dann den Hutstil, den man ja kennt, sieht man auch das Auge deutlich. Das Dämonenauge, boah, sieht das geil aus. Da hast du so einen kleinen Sharingan, nur viel krasser. Piratenstil. Das hat sogar was. Und Vermächtnis. Okay, es ändert sich nicht viel. Ein bisschen. Ah doch, ja. Die Haare sind ordentlicher. Im Outfit haben wir hier das Piraten-Outfit. Naja. Und... Ach, wie geil. Ach, wie geil. Und das von dieser Auxilia 2 von Lodger. Von Krestnik, genau. Lodger von Krestnik, oder wie der mal hieß. Mit seiner Waffe sogar am Rücken. Das ist auch mega geil. Werde ich auch noch Let's Playen. Auf jeden Fall. Ich glaube, ich kenne das Outfit mal. Komm. Sieht stylisch aus. Warum nicht? Soll ich's machen? Nee, komm. Was hat er noch alles so? Ja. Edward. Ja, das sieht geil aus. Ach, die Pistole, die er auch mal hat. Auch geil. Das Raffier. Huberts Brille. Dem Bruder von Ludger. Auch geil. Durch diese Brille betrachtet, wirkt jeder wie ein kleiner Bruder. Oh Gott. Auf keinen Fall Ohrringe. Natalias Küche. Okay. Ja, das war's. Ja, komm, bei mir was so. Hat irgendwas. Also, so gesehen, bei jedem Outfit werde ich auf jeden Fall nur bei Velvet zeigen. Ob ich es bei den anderen Charakteren mache. Ob ich es bei anderen mache. Mal gucken. Ich bin mir nicht sicher.
次に襲撃があったら。タイモシ。まさかダイルマ。違うわ。トカゲのゴーマじゃない。なんで泣いてるの？これは現実を噛み締めていただけです。辺境では未だゴーマの被害が絶えない。それは勢領が警備を放棄しているせいです。 全域を守る戦力がないのも事実。辺境に住むのが勢領の規則に沿わない人々なのも事実。非常な決断であることは分かっています。でもこれが今最善の断りなのです。私に言い訳されても。言い訳では。勢領巡察官一等タイマシエレノア・ヒュームです。ご用件は？ヘラビーサで 人を殺して逃げたゴーマの話を聞いたんだけど。商船組合の事件ですね。私も聞き込みをしましたが、まだ手がかりは。そう。ご安心ください。非道なゴーマは我らが必ず打ち果たします。タイマ氏の人、帰った？ おう、帰った。よかった。これで食べられない。食べられる？知らないよ。ゴーマのことなんか何にも。頼む、教えてくれ。誰にも言わないから。北の洞窟にトカゲのゴーマがいるの。このこと喋ったら村のみんなを食べちゃうって。 絶対言っちゃダメだよ。これあげるから。分かった。約束だ。北の洞窟か。しかし意外に大麻氏は信頼されてないんだな。うん、なかなかうまい。 そんなに腹減ってたのか？しない。何の味も。手がかりはできたわ。北の洞窟を探ってみましょう。Birdsley. Und wie es aussieht, kann Velvet außer Blut nichts mehr schmecken. Die Arme. Wäre echt scheiße, man kann nicht mal, man kann das essen, was man will, aber man würde außer Blut nichts mehr schmecken tun. Echt schade. セリオの巡察官か。王国の各地を回って、ゴーマ対策の状況を確認したり、タイマシたちの行動を改めたりする精鋭らしい。いわゆる憲兵みたいなものだな。民衆にあれこれ我慢を強いてる以上、 自分たちにも裏がないことをアピールしたいんだろう。そんなのを置いてる時点で白じゃないって言ってるようなものでしょ。逆にそっちの方が誠実って考え方もある。理想だけじゃ世界は変えられないからな。だから泣いたんじゃないか。志の高い巡察官殿は。そうね、いかにもって感じだったわ。ま、 女の涙ってのは簡単に信じるもんじゃないかな。うん？ただの一般論さ。Gesunder Menschenverstand? Du bist ein Dämon, mein Freund. Du hast keinen Menschenverstand mehr. Nur noch einen Dämonenverstand. Nee, nein. Ich reiß jetzt keine Witze. Hallo? Ach so, ja, okay, komm. よし、今のはなかなかいい立ち筋だった。明日はもっと早くだな。いい加減なゴーマかと思ったけど、案外そうでもないのね。
Okay, wenn ich ehrlich bin, ich habe diese Cutscene noch nie gesehen. Ich habe ein neues Outfit bekommen. Oh, schauen. Lass mich mal kurz. Moment, Moment. So. Ich habe eine Jacke. Ach, wie geil. Ah, das ist ja geil. Das heißt, ich müsste jetzt öfters ausschauen, weil bei Velvet. Dieses normale Outfit, wo ist das? Da auch ohne Jacke, das will ich auch gerne haben. Ich müsste mal auch mal Ausschau halten bei jedem Dorf, wo es ein Gasthaus gibt. Okay, dann hauen wir ab. Warte. Magunga sewa ni natta yō da na. 脅してたんじゃないわよ。分かっている。お前たちは旅を続けるんだろ。これを持ってけ。ささやかな礼だ。Na cool, das können wir kochen. Nice. Na ja, komm. Tatsächlich habe sowas fast so wie eigentlich fast mal im privaten Durchspiel fast nie gemacht eigentlich. Was? Zu kochen. Ja, komm. Yosh! Haragoshirai wa dekita na? Hitotsu kiite ii ka? Suki ni shinasai. Iya na koto wa kotaenai kedo. Sakki no hanashi da ga na. Moshikashite, omae, aji wo kanjinai no ka? Chanto wakaru wa yo. 血の味だけはね。それ以外は？何も。満腹感も感じないみたい。見たいって初めて食ったように。初めてよ。ゴーマになってから普通の食べ物を食べたのなんて。じゃあ今まで何を食ってたんだ？わかるでしょ。あの監獄にいたなら。すまん。気にしなくていいわ。 私がそういうゴーを待ってだけだから。レシピがあれば料理自体は作れるし、味なんかどうでも構わないし。そうか。戦う力は維持できる。それで十分よ。いやあ、違うし。そういや、さっきの武器屋の親父が浸水も分けてくれたんだった。これからゴーマと戦うのに飲んで平気なの？ 一杯引っ掛けりゃ体が温まるぜ。寒さも感じないのに。そうだったな。ま、俺も今は飲まん。使うだけだ。お清めでもするつもり？そういう使い方もあるが、もっと実用的な話でな。刀身と柄を止めてる、目釘が緩まないように、戦いの前には締めらせてやるんだ。切ることしか考えてないのね。そういうゴーマなのさ。 Du meinst voll eher als ein Mann. Ja, okay, klar. Also jetzt gut zurück zum Essen ist schon wertvoll. Ist. Ach ja, ich kann es auch nicht zerstören. Naja, schade. Schon wirksam, wertvoll das zu benutzen. Da kann man sich ein paar Fertigkeiten machen lassen, die im Kampf jedes Mal wirken tun, ja, aber. Naja. Okay Leute, ich würde sagen, diese Höhle werden wir uns im nächsten Part begeben. Es passt ja gerade, sag ich mal so schön. Also bis dahin und ciao.